Guten Abend und herzlich willkommen im FAFU-TV. Wie einige schon am Eröffnungsabend mitbekommen haben, geht das Team von der Galerie FAFU Neue Wege, was das Präsentieren von Kunstschaffen betrifft. Wir streamen live. Da könnt ihr auch aktiv mitmachen, das heisst mitchatten und auch Fragen stellen. Wer das will, loggt sich auf twitch.tv ein. Der Link ist auf www.fafu.ch zu finden. Über Fragen aus dem Publikum würden wir uns sehr freuen. Aber wir streamen nicht nur. Die aktuelle Ausstellung Anfang 2021 kann auf unserer Webseite auch online besucht werden. Dort könnt ihr nicht nur die Kunstwerke anschauen, sondern findet auch viele weitere Informationen. Heute Abend werden wir live zwei Interviews mit teilnehmenden Kunstschaffenden aus der aktuellen Ausstellung Anfang 2021 führen. Eins mit Anton in Guinea-Conakry und eins mit Don in Adorf. Im Moment sitze ich hier in der Galerie gerade vor dem Anton-Werk. Ihr seht es hier im Hintergrund. Das sind originale Linoldrücke, Karten und Figuren. Mit diesen Werken hat es etwas Spezielles auf sich. Wer etwas kauft, macht nämlich den Preis selber. Der Erlös geht dann zu 100% als Kinderhilfswerk Mamadou Ebinita in Guinea, wo sich Anton aufhält und für das Kinderhilfswerk schafft. Viele von diesen Werken haben auch schon den Weg aus der Galerie in ein neues Design gefunden. Wenn ihr also wollt, Kunst erwerben und gleichzeitig etwas Gutes tun dabei, sputet euch und kommt in der Galerie vorbei. Die aktuelle Ausstellung ist noch heute Abend ab 7 Uhr und am Sonntag von 2 bis 5 Uhr offen. So, und jetzt versuchen wir die erste Live-Schaltung heute Abend, und zwar auf Guinea. Okay, sind wir live vor? Sehr gut. Hoi Anton. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, danke, danke. Das ist doch schön. Also, einige von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wundern sich jetzt vielleicht, ein Gesicht von einer jungen Frau zu sehen, nachdem ich dich ja mit Anton angekündigt habe. Ja, genau. Das Rätsel haben wir aber ja letztes Mal schon gelöst, am Eröffnungsabend beim Interview. Das Rätselslösung kann man auf dem YouTube-Kanal von der Galerie FAFU nachschauen. Du hast uns aber letztes Mal nicht nur verraten, wie du zu deinem Pseudonym gekommen bist, sondern auch, dass du neben deiner Tätigkeit im Hilfswerk weiterhin am Produzieren bist. Mhm. Und darum würde ich dich gerade fragen, ob du uns etwas Aktuelles könntest zeigen und vielleicht auch etwas dazu würdest sagen. Ja, klar. Also, ich bin vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Wochen bin ich in Quarantäne gewesen. Das heisst, auch in Guinea haben wir Covid-Fälle. Und da konnte ich natürlich produktiv sein, weil ich jeden Tag Zeit hatte. Und da ist einiges entstanden. Ich weiß nicht, ich kann mal ein bisschen zeigen. Oder vielleicht auch mal, also da ist zum Beispiel ein fertiger Druck. Das muss ich gleich schauen. Platten finde ich jetzt gerade nicht dazu. Aber da ist zum Beispiel eine Druckplatte, für die Leute, die nicht wissen, was Linoldruck ist. Das ist Linol ist das Material, das gummiartige Material. Und mit einem Messer tue ich dann eine Zeichnung mit einem speziellen Linol-Schnittmesser eine Zeichnung ausstanzen. Mhm. Und nachher so eine Platte einfärben mit wasserbasierter Farbe. Und dann auf Papier drucken, je nachdem, was ich zur Verfügung habe. Das kann mal einfach ein weißes Druckerpapier sein oder wenn ich gerade kein Papier habe, was zwischendrin auch mal möglich ist, dann muss zwischendrin auch mal eine alte Buchseite oder so herheben. Ah, da. Ja,
Sehr schön, ja. Je nachdem, wann ich den halt gerade habe. Mhm. Ja, du bist eigentlich eher negativ in dem Fall, oder? Ganz genau, ganz genau. Das ist eine von den Spezialitäten im Linoldruck. Da wird vor allem schwierig, wenn man anfängt mit Schriften. Denn wer schon mal auf meiner Instagram-Seite war, sieht dort, dass es relativ oft passiert, dass ich irgendwie in der Hitze des Gefechtes dort mal einen Fehler mache. Aber mich stört das eigentlich gar nicht so. Den Druck ist halt so. Mhm. Und dann klappt es beim nächsten Mal dann wieder richtig. Genau, du strebst ja nicht nach Perfektion. Ganz genau, ganz genau. Ja, das sind so die drei, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Und was ich in Guinea auch noch gemacht habe, ist eine Maske. Wir haben eine Uhr, die da neben mir hockt, und ich haben eine Stage gemacht bei einem Skulpturmeister und haben da einen ganzen Tag aus Holz können die Maske fertigen. Ja. Ja, das war sehr interessant, da auch ein bisschen etwas aus der künstlerischen Kultur mitzunehmen. Mhm. In mir fehlt vor allem auch, also der Linoldruck ist der, den ich am meisten mache, aber in der Ausstellung haben wir ja zum Beispiel auch die Magnete, die ich aus so Netzmassen gemacht habe. Genau. Und ich tue eigentlich immer gerne noch so ein bisschen nebenbei noch andere Sachen ausprobieren. Und da ich halt ein bisschen eingeschränkt bin mit dem Material, ich kann euch mal zeigen, mein Material passt eigentlich hier alles in die Schuhkartonkiste. Sehr reduzierend. Genau, und da habe ich natürlich mich einschränken. Und darum kommt nur das Wichtigste mit. Das heisst, Modelliermasse hätte nicht mit, und andere Materialien auch nicht. Und darum habe ich mich da wirklich auf meine Messer und auf die Linolplatte und natürlich auf die Farbe fokussiert. Und ja, und dann muss man halt vor Ort andere Möglichkeiten suchen, um sich irgendwie auszuleben. Mhm. Also einerseits gesehen, du bist inspiriert. Also deine Motive sind inspiriert von deiner Umgebung. Das sieht man. Ja. Also und andererseits hast du aber auch jetzt probiert, mit der Maskengeschichte quasi noch einen neuen Weg wieder zu gehen. Also dir gefällt es offensichtlich auch, Neues auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hört auch immer dazu. Ja, genau. Und eben der Herr, der da neben dir sitzt, kannst du ihm vielleicht kurz vorstellen? Ja, also das ist der Kimo Couture. Er ist, guten Abend. Er ist der Leiter vom Projekt, eben, wo du vorher schon erwähnt hast am Anfang, wo ich da Mitglied bin. Mhm. In Guinea vor Ort ist er der Leiter. Und alles, was wir machen, also beruflich natürlich, aber auch jetzt wie zum Beispiel da die Exkursion mit den Masken, da machen wir eigentlich meistens das Zweite. Aha, sehr also cool. Also er ist auch immer dabei. Ja, ja. Und er redet also halt Französisch, also wenn du ihm eine Frage stellen kannst du das gerne machen und ich tue den für euch so gut, wie es geht, übersetzen. Sehr gut. Also, wenn ich gelesen habe auf der Webseite und wenn ich auch sehr spannend gefunden habe, dass da auf der Webseite von einer Organisation aufgeschaltet ist, ist die Strategie 2021. Da gibt es Menge Organisationen, die ohne Strategien arbeiten, die im öffentlichen Interesse stehen. Ihr habt eine, finde ich sehr löblich, ehrlich gesagt, sehr cool. Unter anderem habe ich dort eben gelesen, dass ihr das Nähatelier erweitern wollt. Dass er Ausbildungsplätze in einer Schreinerei arbeitet. Mir würde es ganz allgemein, und ich vermute ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer auch, so ein bisschen interessieren, was ihr so für das 21. geplant habt. Okay. Donc, elle nous demande ce que c'est notre stratégie pour l'année 2021. Elle a lu qu'il y avait l'atelier de couture qu'on aimerait agrandir. On aimerait offrir des places d'apprentissage à l'atelier de menuiserie. Elle demande si tu pouvais citer deux, trois projets qu'on avait tous pour l'année 2021. Bon, deux ou trois projets. Bon, il y a l'atelier de couture déjà dont elle a parlé, n'est-ce pas? Il y a l'atelier de couture dont elle a parlé, il y a l'agrandissement, n'est-ce pas, de l'atelier de couture.
et aussi dans les perspectives, on veut mettre, faire aussi la saponification, la teinture et la saponification pour aider toujours les filles mères et les filles vulnérables. Also, die Ture sagt, etwas, was sicher jetzt als nächstes Mal ansteht, ist da mit dem Ausbau vom Nähatelier. Weil wir dort halt wirklich Bedarf haben, auch Mädchen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, wir bilden dort Mädchen aus, wo Kinder sind und wo Kinder haben, meistens aus Vergewaltigungen und wo dann so ausgestoßen worden sind aus der Gesellschaft oder aus der Familie. Und darum würden wir gerne das Atelier dort ausbauen. Und zusätzlich streben wir an, Seife und Färbereiherstellung aufzubauen. Also wo man viel Stoff einfärben kann und eben Seife herstellen. Ja, und das ist für uns alle interessant. Also der Touré hat da schon mal einen Stage gemacht. Oui. Yeah. Bon, on veut toucher aussi beaucoup plus les enfants parce qu'on est dans la préfecture du Koya, donc on veut approfondir, rentrer en profondeur pour identifier les enfants vraiment qui sont en maison, donc élargir notre système de communication, de contact avec les acteurs. Und was auch noch ansteht, neben dem, dass man bei den Mädchen mehr investieren will, ist da, dass man mehr Kinder aufnehmen will, vor allem mehr Kinder, die auch noch. Du musst dir jetzt vorstellen, wir sind die Hauptstadt ist da am Anfang und wir sind in Koya. Das ist so eine Präfektur, wo ungefähr jetzt, ja, was soll ich sagen, 2,5 bis 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt ist. Und wir würden gerne in Zukunft unser Einsatzgebiet noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen weiter ins Landesinnere und dort auch mit mehr Kind oder mehr Kind können helfen. Das ist so eines von den Zielen. Cool, ja. Also das heisst, ihr tun nicht nur Produktepaletten erweitern, also ihr wollt mehr eigentlich Kunden gewinnen, nehme ich an, durch das, und auch Einnahmen generieren. Ja, und ihr wollt ja aber mit dem auch diesen jungen Frauen eine Möglichkeit geben, wie sie allenfalls auch später können ihr eigenes Einkommen generieren. Das verstehe ich richtig. Ganz genau, das ist eigentlich das Hauptziel. Also die Mädchen sind ja nie in der Schule gewesen, und wie vorher schon gesagt, sind die aus der Gesellschaft eigentlich mehr oder weniger ausgegrenzt worden aufgrund von dem unehelichen Kind, das sie in die Welt gesetzt haben. Und indem man ihnen eine Ausbildung anbietet, können sie sich eine eigene Existenz, unabhängig von dem Umfeld, das sie um sich herum hatten, aufbauen. Das heisst, wenn sie dann rauskommen, zum Beispiel jetzt unsere Näherinnen, dann helfen wir ihnen auch weiter, geben ihnen Maschinen mit, helfen ihnen dann einen Platz zu suchen, wo sie ihren Stand aufbauen können. Und die können dann ihr eigenes Business dort führen. Und das ist eigentlich so das, was wir wollen, also die Frauen zu einer gewissen Selbstständigkeit hin begleiten, damit sie für sich und für ihr Kind oder ihre Kinder können sorgen und nicht mehr auf der Straße landen. Gibt es da Geschichten vielleicht von jungen Frauen, wo da schon gelungen ist, also wo dann haben können eigentlich bei euch weggehen, etwas lernen, also vorher zuerst natürlich etwas lernen, dann weggehen und dann ihr eigenes Business aufbauen und dann die Sachen, die sie produzieren, auch verkaufen? Elle demande si on a des histoires de réussite, si on parle des filles, par rapport aux filles dans l'atelier de couture, est-ce qu'on a des filles qui sont sorties de la formation et qui ont réussi à monter leur stand et qui finalement ont réussi à vendre ça? Bien sûr, il y a eu, l'année dernière, il y a eu 5 personnes, 5 filles qui sont sorties. Donc parmi les 5, il y a 4 au moins qui sont tous sorties. Donc, ils sont en train de très bien évoluer. Il y a l'équipe de suivi. Donc, chaque mois, nous faisons du suivi. Donc, apparemment, on les a dotés, n'est-ce pas, des machines, des équipements. Donc, juste là, à l'instant, nous parlons tous les 4, évidemment, évoluent à merveille. Donc, ça, déjà, c'est une grande réussite, quoi. Et on est très, très sollicité d'ailleurs, par la communauté. Raison pour laquelle on veut agrandir beaucoup plus, n'est-ce pas, le lieu de formation en machines et équipements, ainsi de suite, quoi, pour faire bénéficier aussi d'autres filles, pour donner beaucoup plus de sens à leur les orienter, quoi, pour leur donner beaucoup plus de valeur dans la communauté. Also ja, du hast seit letztes
Ja, wir sind vier Frauen oder vier Mädchen aus der Ausbildung rausgekommen. Und die Frauen, die haben jetzt alle einen Stand aufgebaut, dort, wo sie basiert sind. Und arbeiten jetzt alle dort. Wir gehen da auch immer überprüfen. Das heisst, einmal im Monat mindestens gehen wir vorbei, schauen, wie es denen geht, wie es funktioniert mit dem Verkauf, mit ihrem Leben, wie sie da alles zustande bringen. Aber auch, wie es funktioniert in ihrem Umfeld. Das heisst, wie reagiert ihr Umfeld, wie funktioniert es dort? Weil da ist es immer sehr wichtig, dass du in der Gesellschaft ihnen deinen Platz findest und auch in der Gesellschaft ihnen funktionierst. Und wir haben eigentlich nur gutes Feedback bekommen von den Dörfern oder von den Orten, wo die Frauen jetzt ihren Stand haben. Weil die ganz, wie sagt man, ist das Wort in dem Fall? Also das ganze Umfeld, das sie dort hat, profitiert eigentlich von denen Ständen schlussendlich. Ja. Sie tut ja dann wieder für die Leute im Dorf produzieren oder tut wieder andere Mädchen ausbilden in ihrer Sitz. Also schlussendlich profitieren alle in der Gemeinde, dort, wo sie installiert sind. Und darum eben möchten wir gerne dort noch weiter ausbauen. Aha. Sehr spannend. Ich habe den Eindruck gehabt, vorher hat dein Chef ist ja da, gell? Das ist richtig. Wollen noch etwas über die Schreinerei sagen? Habe ich das richtig verstanden? Elle a eu l'impression que tu voulais encore dire quelque chose, rajouter quelque chose par rapport à quelque chose. C'était par rapport à quoi? Bon, je crois que c'était juste. Bon, ça c'était juste au niveau de la tête de couture, la réussite. C'est donc au niveau aussi des enfants. Donc on avait commencé par 4, 7, 12, maintenant on est à 36. Donc les enfants. Les premiers enfants qui ont passé, il y a au moins 3 à 4 personnes qui doivent faire l'examen dans la 37e année. Donc, eux, on les suit par rapport à ça. Donc, chaque enfant qui sort dans le centre, on fait le suivi pour qu'il soit bien orienté. On travaille avec les parents. En 7e, bon, ils doivent faire l'examen pour passer en 7e année. Donc, ça, déjà, c'est une fierté quand un enfant passe dans notre centre et qu'il va à l'école, il est parmi les meilleurs. Quoi. Parce que la formation que nous donnons là-bas, donc, ça, déjà, c'est une fierté. Ja, also wenn er vorher noch sagen wollte, wir haben ja von der Erfolgsgeschichte geredet und sind dann vor allem auf Mädchen im Nähatelier eingegangen. Und er hat gesagt, was natürlich uns auch immer sehr stolz macht, ist, wir haben ja ganz am Anfang in unserem Zentrum nur wenig Kinder aufgenommen. Mittlerweile sind es 36, die wir immer aufs Mal haben. Und die ersten Kinder, die bei uns aus dem Zentrum rausgekommen sind, die sind mittlerweile in der 7. Klasse jetzt denn. Und wir verfolgen natürlich immer ihre Evolution und wie sie vorwärts kommen. Und für uns ist da ein grosser Stolz gewesen, dass die alle so erfolgreich sind und so gut in der Schule sind und auch von allen so gut angenommen werden und dass wir immer positives Feedback auch von den Lehrern bekommen. Das ist für uns natürlich eigentlich die schönste Erfolgsgeschichte, dass wir sehen, dass die Kinder, die wir dort mal vor 8 Jahren von der Straße weggeholt haben, dass die jetzt total integriert sind und erfolgreich sind. Das heisst, ihr habt auch noch Kontakt so mit Einzelnen, die als kleine Knöpfe, kann man sagen, mit allen? Mit allen, ja, das ist auch Teil unserer Strategie. Also, über so lange Zeit? Ja, das gehört auch dazu, dass wir keine Keine lassen oder irgendwie aus den Augen verlieren, wo mal bei uns war oder wo mal mit uns zugehört hat. Wir machen dort regelmäßig, das ist auch Teil von unserer Arbeit oder von der Arbeit vom Team, wir machen regelmäßig die Stichproben oder die Psyche bei den Kindern, die bei uns waren oder bei den Mädchen. Und gehen dem immer noch. Und wenn irgendein Problem ist, jetzt sind wir zum Beispiel gerade gestern bei einer Familie mit Kindern, die bei uns waren vor ein paar Jahren. Und die haben jetzt ein Problem mit ihrem Haus. Da ist die Hälfte von ihrem Haus irgendwie abgerissen worden. Da sind wir dort gestern vorbei und haben halt einmal geschaut, wie sieht es aus und wer geht es und wer braucht es jetzt. Und hat dann mit den Leuten geredet und mal erhoben, wie der Stand jetzt ist. Also das heisst, auch wenn die Kinder nachher nicht mehr bei uns im Zentrum sind,
Wir sind immer noch da und wir lassen die Leute nicht einfach fallen, sobald sie bei uns weg sind. Und die Kinder sind ja wahrscheinlich selber auch dann stolz auf das, was sie schaffen. Oder? Also, ja. Wenn sie natürlich plötzlich in der Schule gute Noten haben, dann wollen sie ja das wahrscheinlich dann auch zeigen. Auf jeden Fall, ja. Eben. Das ist ja sicher. En travail, comment en collaboration avec le gouvernement, avec les autorités, tous les acteurs, et que tout ce qu'on est en train de dire, ça, on a que tous les enfants, ils ont leur histoire avec nous, on a des photos, donc tout ce qu'on est en train de la dire là, donc on peut, si possible, s'il a besoin de voir les photos, quoi que ce soit, donc on peut, surtout les filles de la terre de couture, dans leur atelier, donc on a ces archives avec nous, elle veut voir beaucoup plus l'avantage. Also, falls es dich mal interessiert oder auch sonst etwas, wir haben immer zu all diesen Kindern oder zu all diesen Mädchen, die bei uns sind, immer auch die ganzen Dossiers zu diesen Kindern. Eben da nochmal, um zu sagen, dass wir die Leute auch nie aus den Augen verlieren. Also, wir haben immer von jedem Kind oder von jeder Person, die bei uns ist, ein Dossier und führen da auch immer nachführen und arbeiten auch mit dem Staat und den Vertreter vor Ort zusammen. Und das ist auch ein grosser Teil von unserer Arbeit da. Ja, genau, das ist ja ganz wichtig. Ja, und was du noch wolltest sagen mit den Kindern, ja, die sind sehr stolz und die freuen sich auch immer, wenn sie uns sehen, vorbeifahren mit dem Auto. Ja. Und rennen dann uns nach und haben mega Freude, dass sie uns sehen. Also ja, für die Kinder ist das natürlich super. Avec Pierre aussi, quand ils nous voient, quand ils ont réussi, tu sais, ce que tu avais dit avant par rapport aux enfants qui ont réussi l'école, elle a dit, ils sont certainement aussi très fiers d'eux-mêmes. J'ai dit oui, ils sont très fiers, même quand ils nous voient. Oui, ils nous appellent, voilà, les parents, ils sont tous contents par rapport à ce que nous faisons, là, que nous faisons par rapport à tout cela. Donc, dans l'ensemble, on a commencé fiers d'eux, la communauté aussi est fière de nous. Okay, hat noch jemand eine Frage? Oh ja. Also ganz schön. Ja. Der Urs, wollen wir die gerade noch übermitteln? Könntest du da bitte ein bisschen lauter sagen? Wenn das Sie denn an der Kunst schaffen, weil Sie so viel über den Projekt schaffen, wird Sie noch einmal zufrieden. Hast du das gehört? Wenn du überhaupt noch Zeit hast, um an deiner Kunst zu arbeiten, wenn du so engagiert bist in dem Hilfswerk? Ja, das ist eine gute Frage. ja, da findet man ja immer Zeit. Wenn man etwas gerne macht, dann findet man immer Zeit dafür. Und, und ich arbeite gerne für Mama, du bist nicht da, aber ich brauche zwischendrin auch die Zeit für mich und die Zeit, an meinen Sachen zu arbeiten und die Zeit, die kann ich mir immer nehmen. Das ist eigentlich ja auch deine Freizeit, oder? Genau, das ist genau das. Also wenn ich am Abend zum Beispiel, wenn wir am Abend fertig sind, früh, dann arbeite ich noch einmal einen Ohlschnitt oder manchmal am Morgen, wenn noch niemand im Büro ist. Und so wie ich das sehe, Entschuldigung? Ja? Nein, frage nur. So wie ich das sehe, geht ja da auch so Hand in Hand, oder? Weil das sind ja dann die Eindrücke, die du auch verarbeitest. Also es ist ja eigentlich dann Freizeit und Verarbeitung und da macht ja dann im gewissen Sinn auch wieder bereit quasi fürs Arbeitsleben. Ja, genau. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich den Linolschnitt mache, dann ist das für mich auch immer so ein bisschen beruhigend und oben nebenkommen und darum gehört das ja auch ein bisschen dazu. Das ist wie wenn jemand anders, ich weiß auch nicht, vielleicht. Ich habe kein anderes Beispiel, aber für mich gehört das so ein bisschen zum Tagesab. Genau, weil das ist natürlich sicher sehr sinnstiftende Arbeit, die du da machst für das Kinderhilfswerk, aber es ist sicher auch nicht einfach immer nur so einfach, wie es jetzt Magda Iagi erwecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Teil auch sehr streng ist, auch emotional und darum ist das sicher eine ganz gute Lösung, wenn du dich da mit dem künstlerischen Arbeiten dann auch kannst erholen kannst. Ja, definitiv. Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal öffnen und wenn ihr vielleicht nochmal irgendetwas zum
Hilfswerk sagen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Mhm. Gibt es noch vielleicht irgendwie ein Erlebnis oder eine Geschichte oder irgendein neues Projekt, das ihr noch gerne würdet, kurz vorstellen würdet? Ich frage mal, Ture Eldi, est-ce que tu as une histoire à raconter par rapport à Maman de Luneta ou à un nouveau projet que on aimerait discuter ou qu'on aimerait partager? Un projet de MB? Ou peut-être qu'il y a un bedarf hätte, oder? Une histoire ou si on a besoin. Une histoire d'un enfant qui. Voilà. D'abord, parlant du projet de Maman de Luneta, le projet dont nous tenons absolument, c'est l'atelier de menuiserie, que nous voulons que ça se réalise parce que nous avons constaté que des jeunes, à part les enfants qui doivent passer au centre, il y a aussi une couche de jeunes qui sont là aussi, qui ne sont pas bien orientés. Donc, c'est le projet là dont nous voulons vraiment mettre beaucoup plus en valeur. Et en plus de ça, je l'ai dit, la simplification et la teinture. Mm-hmm. Parce que ça va permettre aux filles d'être vraiment autonomes. Mm-hmm. Une fois qu'elles suivent cette formation, elles vont être très, très autonomes. Mm-hmm. Alors, au niveau de l'histoire, une histoire vraiment personnellement qui m'a marqué concernant les enfants, il y a eu une fois, bon, ça c'est un peu long, mais je vais résumer, il y a eu une fois, on est allé pour l'identification d'un enfant, l'équipe a fait l'identification, moi j'étais parti juste pour vérifier l'identification, et j'ai croisé vraiment une famille qui était vraiment dans une condition très très difficile et qu'on ne pouvait même pas rentrer. Je n'ai même pas eu le courage de rentrer dans leur salon parce qu'ils n'avaient même pas là où s'asseoir. Et ça m'a vraiment marqué depuis que je suis dans ce travail-là. J'ai même pleuré au fond de mon cœur et des larmes dans le salon. Donc, je n'ai pas vraiment voulu rester là-bas pour beaucoup de temps. J'ai dit que c'est bon, voilà, on a pris cet enfant-là. Donc, parmi tous ces enfants qui sont venus, voilà, s'il y a une histoire vraiment d'un enfant qui, le cas d'un enfant qui m'a touché, c'est les deux enfants-là. Et Dieu merci aujourd'hui, ils ont passé par le centre et ont fait le suivi. D'accord. Also, zuerst einmal, ich hoffe, ich habe noch alles im Kopf. Zuerst einmal, das Projekt, wo eben, also die Projekte, die wir jetzt wirklich so ein bisschen envisagieren, umzusetzen, ist, mit der Färbung und Seifenherstellung, weil da halt den Mädchen wirklich noch mehr Selbstständigkeit geben würde. Weil da brauchst du auch praktisch kein Material dafür oder nur ganz wenig. Ja. Und das andere ist für vor allem jugendliche Buben, da sind Mädchen aber natürlich nicht ausgeschlossen, ist halt auch mit dem Schreiner-Atelier, jetzt, wo wir im Moment gern würden, möglichst bald Junge aufnehmen, damit wir den jungen, ich sage jetzt einmal Buben, weil meistens wahrscheinlich in den meisten Fällen den Buben werden sie, denen einfach irgendwie können Perspektive bieten, die haben jetzt vielleicht die Chance verpasst, in die Schule zu gehen, im Primarschulalter, aber können immer noch ein nützliches Handwerk erlernen. Das sind so die zwei Projekte. Und das andere, in welchem Alter sind denn so die Buben? Vraiment par rapport à l'atelier de menus, les garçons qu'on voudrait prendre, ils seront quel âge? Bon, là, ils seront dans les 15 parce qu'ils n'ont pas ces 0 à 18 ans. Donc, c'est d'avoir à partir de 15 ans, 16 ans, parce qu'ils ne pourront pas passer au centre pour continuer les études. Ils ont déjà abandonné. Donc, ils sont dans les 15, 16, 17, donc c'est l'intervalle que nous allons prendre. Also, so, eigentlich so wie in der Schweiz, so Lehrlingsalter, es ist ja eigentlich auch eine Berufslehre. In dem Sinn, wo ungefähr 3 Jahre wird gehen, 3 bis 4 Jahre. Und dann wäre so ab 15, 16. Okay, dann geben Ihnen wirklich eigentlich die Chance, quasi nach der Schule, auch bei verpasster quasi Schulkarriere, noch eine Ausbildung können zu machen. Ganz genau, ganz genau. Ja, die stehen ja auch noch ganz am Anfang. Das andere, was der Durena hat erzählt, ist eine Geschichte, die ihn besonders berührt hat, und zwar war da relativ am Anfang von seiner Karriere da bei Maman de Luneta. Ist er mitgegangen, wir kommen immer Anrufe über, meistens von Mitgliedern von der Gemeinde, die uns Bescheid geben, dass irgendwo Kinder sind, die unsere Hilfe brauchen. Und er ist dann dort mitgegangen und ist zu diesen Kindern
in das Dorf hineingegangen und ist dort hingekommen und er hat gesagt, er hat noch nie Kind gesehen, wo in so schlimmen Verhältnissen leben, wo es extrem dreckig war und extrem schwierige Verhältnisse. Das Kind hat nichts zu essen gehabt und hat nicht einmal etwas gehabt, zum anhocken. Und er hat dort hat ihn so berührt, dass er, ja, dass er fast brüllt hat oder zumindest innerlich brüllt hat. Er hat ihm extrem wehtun, das zu sehen, dass die Kinder dort einfach ohne nichts aufwachsen. Und die Kinder sind dann zu uns ins Zentrum gekommen und mittlerweile wissen wir, dass die weiterhin in die Schule gehen oder jetzt in die Schule gehen und dass es ihnen gut geht. Und das ist so etwas, wo die Dure geprägt hat, auch in der Arbeit. Mhm. Ja, Wie ist denn er zu dieser Arbeit gekommen? Leon, comment ça se fait, comment c'est GMB? Comment j'ai commencé à MB? Bon, déjà dit, je suis journaliste de profession, donc j'ai fini mon cycle universitaire en 2010. Donc, je suis rentré en contact avec MB, donc j'ai commencé en qualité de bénévole, de stagiaire. Après, je suis devenu chargé de communication. Après, je suis devenu assistant de protection. Et après, je suis devenu coordinateur. Donc, la démarche a été très longue, mais avec le courage et l'engagement. Donc, je suis venu, n'est-ce pas, à un peu maîtriser, n'est-ce pas, le concept de la protection et de travailler avec une équipe de, je crois, 17 à 18 personnes. Ja, also Dure ist ja eigentlich ausgebildeter Journalist und hat seine Ausbildung geschlossen 2010 und hat dann da bei uns eigentlich angefangen, zuerst einmal als freiwilliger Helfer und hat sich dann immer weiter aufgeschafft, bis er schließlich der Leiter von Mamadou Ebineta vor Ort worden ist und er leitet mittlerweile ein Team von ungefähr 17 Personen. Wow. Ja. Respekt. Und ohne ihn würde da eigentlich nichts laufen. Schön. Schön. Gut, ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals. Dir, Nina, und deinem Chef, ich weiß leider den Namen schon wieder nicht mehr. Kemo Couture. Ja. Merci beaucoup. Merci. Ja, danke. Mais bon, moi, je dis d'abord quelque chose après, je te laisse. Also, danke vielmals auf jeden Fall für euer Interesse und dass wir hier auch so eine Plattform haben, dass wir über unser Projekt reden. Das ist für uns natürlich auch sehr wertvoll, dass wir unsere Arbeit mit euch teilen und ein bisschen erzählen, was wir machen, ist für uns auch enorm wichtig. Und auch zu sehen, dass die Leute Interesse an uns haben und dass den Leuten nicht einfach nur gleich ist, was am anderen Ende der Welt passiert, das berührt uns sehr und das macht uns extrem Freude. Ja, das ist schön. Bon, moi, je veux tout simplement que je suis très, très content d'avoir participé, d'avoir fait une prise de contact avec elle et je pense que ça ne sera pas la dernière prise de contact et que voilà, toute information dont elle aura besoin dans le cadre d'un espoir de moment de bilita, notre manière de travailler ainsi de suite, ça nous fera un grand plaisir le fait qu'elle va avoir beaucoup d'informations, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité non seulement au niveau de la Suisse, savoir ce qu'elle veut dans ce que nous faisons pour assurer la protection des enfants. Donc nous sommes entièrement l'équipe dans son ensemble, sont entièrement à sa disposition. On va toutes les informations exactement. Bisous. Là, un grand merci. Solina, je vais aller übersetzen. Ja, gerne. Also, du sagst auch danke vielmals für euer Interesse und dass ihr uns da auch so lange zugelassen habt. Und falls Interesse besteht oder falls du oder sonst irgendjemand irgendetwas will wissen über unsere Arbeit, ist es für uns selbstverständlich, dass wir antworten und wir sind auch freuen, wenn ihr auf uns zukommt und wir stehen zu eurer vollen Verfügung. Sehr schön, wunderbar. Ich habe da noch liebe Grüße bekommen. Liebe Grüße an Nina, finde es toll, was du machst. Und zwar ist da vom Janis
Johann. Seid ihr da etwas? Nein, aber danke genau. Das kannst du es im Chat nachher nachlesen auf Twitch. Okay. Vielleicht erkennst du die Person dann. Ja, ist gut. Danke auf jeden Fall und liebe Grüße zurück. Genau, und was ich noch als quasi runden Abschluss will sagen, dass ja deine Werke eigentlich jetzt den Zugang zu Mamadou Ebineta jetzt auch geschafft haben und jetzt ist das so ein schönes Zusammenkommen von Kunst und Hilfswerk. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke vielmals. Merci vielmals. Mach jetzt gut. Bonsoir. Tschüss.